Udo, erstes Spiel nach der Winterpause, Start in die Rücksaison, Kampf gegen ein Spiel gegen einen Konkurrenten, der benachbart ist auf den Abstiegsplätzen. Wie siehst du jetzt das Spiel, so kurz nach dem Spiel, wie bewertest du es? Ja gut, im Großen und Ganzen können wir mit dem Unentschieden zufrieden sein, beide Mannschaften, denke ich. Konweil hat es uns sehr, sehr schwer gemacht am Anfang, hat mit einer Fünferkette gespielt und auf dem kleinen Platz war es sehr schwierig, da durchzukommen. Ich denke mal, wir waren über die 90 Minuten spielbestimmend, deutlich spielbestimmend. Trotzdem natürlich so auch das Konzept von Kospa, denke ich mal, dass sie dann am Schluss noch zwei große Chance gehabt haben, wo wir uns bei unserem Torwart bedanken können, der mit zwei ganz tolle Paraden uns noch das Unentschieden gerettet hat. Wir hatten unten auch schon noch einen Latterschuss. Es hat immer Kleinigkeiten gefehlt, einmal ein Ticker, wo man zu spät dran war, um eine Chance noch rauszuarbeiten. Allerdings hat auch Kospa ganz starke Defensivleistung heute abgeliefert, eine sehr disziplinierte Defensivleistung mit ihren Altstars hinten drin, mit dem René Mägle und dem Remo Fostic. Und das war schon ganz stark hinteraus gespielt und da haben wir uns sehr schwer getan. Aber im Endeffekt, klar, geht es dann in Ordnung, das Unentschieden, würde ich sagen. Ja, wie bewertest du jetzt die Vorbereitung in der Winterpause und was rechnest du dir aus für die Rückrunde jetzt? Unsere Vorbereitung ist sehr gut angelaufen. Wir haben Ende Januar begonnen und haben sehr intensiv trainiert. Wir haben einiges getan im konditionellen Bereich, aber auch im spielerischen Bereich. Wir haben ein oder andere Spieler dazu bekommen, die Qualität hier im Kader noch ein bisschen gesteigert haben. Es macht unheimlich viel Spaß mit den Jungs. Die ziehen alle top mit. Wir haben ständig 20 Spieler im Training circa und da kann man echt was tun und die Jungs sind voll dabei. Von dem her denke ich, dass wir uns stabilisieren müssen, in der Chanceauswertung vielleicht noch ein bisschen was tun müssen und dann sehe ich nicht schwarz für die Runde. Nach meinem Kenntnisstand hast du noch nicht verlängert. Wie sieht es da aus? Seid ihr schon im Gespräch oder ist es abhängig davon, wie jetzt auch die Runde verläuft? Die Gespräche haben schon stattgefunden, sind nur noch nicht offiziell gemacht worden. Aber ich werde nächstes Jahr hier auch Trainer sein beim FC Dietlingen, wenn ich das so am Vorstand vorwegnehmen darf. Das passt soweit, wir arbeiten sehr gut zusammen. Der Vorstand steht hinter mir und meiner Arbeit und wir sind ein gutes Team hier. Udo, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Vielen Dank.